taub? Muss ich alles nochmal sagen? Hast du etwa gepennt? Ja, hab ich, okay? Das macht man so, wenn man müde ist. Seit ihr hier das Sagen habt, schuften wir rund um die Uhr. Was habt ihr erwartet? Ich habe einen der Händler beim Clown erwischt. Ja? Was hast du mit ihm gemacht? Hab ihn vor dem Tor laufen lassen. Ernsthaft? Also, damit ich das richtig verstehe. Ein Plünderer überlebt die Feuerprobe. Ich mach den Boss. Mann, ich hab echt das große Zittern. Kann seit Tagen nicht schlafen. Du hast so viel Jet. Ihr habt nicht zufällig was Außergewöhnliches gesehen, oder? Na vielleicht klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Ich dachte, es macht echt Spaß. Das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll ich denn an der Spitze? Vielleicht hast du bemerkt, dass Overboss Coulter ein Arschloch war. Und das ist noch nett ausgedrückt. Hat die ganze Sache hier vergiftet. Wer die Feuerprobe überlebt, hat das Zeug dazu. Oder zumindest das Potenzial. Wir haben schon lange jemanden gebraucht, der die Sachen erledigt, der uns voranbringt. Wenn ich hier wirklich die Show mache, sollten wir anfangen. Das ist genau die richtige Einstellung. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Overboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Und was hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und einem losen Mundwerk? Ich bin fast schon mein ganzes Leben bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir, ich häng in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Oh klar, ich verstehe schon. Und du malst mir direkt das Fadenkreuz auf den Rücken, oder was? Ha, ganz ehrlich, das ist ein Grund, wieso ich den Laden hier nicht schmeißen will. Aber ich versichere dir, so schlimm wird's schon nicht werden. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Auf was für eine Scheiße lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Klingt so, als wäre das reine Zeitverschwendung. Red keinen Scheiß. Das kann klappen. Wir brauchen nur jemanden, der hier das Ruder in die Hand nimmt. Jemanden wie dich. Also, ich hab schon von dir und deinem Institut gehört. Ihr macht da ja echt fragwürdiges Zeug. Aber das heißt wohl, dass du alles Nötige unternehmen wirst, um das zu kriegen, was du willst. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen.
Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Sie werden auf mich hören, wenn sie Angst vor mir haben. Okay, ganz ruhig. Die meisten dieser Psychos haben Sachen erlebt, die selbst deine Albträume erschrecken würden. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Ah, eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Triff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Was passiert, wenn sie auf meiner Seite stehen? Dann fangen wir an, den Rest von Nuka World zu übernehmen. Aber eins nach dem anderen. Bist du dabei? Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du der Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß. Dich auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Los, Mädels. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden. Verschwindet und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Der neue OB, was? Du willst bestimmt mit Nisha Hallo. Sprechen. Sie so, das sagen. Du bist ha, also Gage's ist bestimmt kleines Großes. Projekt. Willst du reden? Sein Schoß. Dann red mit Nisha. Kleines Projekt? Was soll das denn bitte heißen? Hat Gage denn nichts gesagt? Offenbar sind wir nicht gut genug, den Laden hier allein zu schmeißen. Gage wollte, dass sein Schoßhündchen Kota ersetzt. Aber ich schätze, ein Schoßhündchen abzurichten, ist viel einfacher, als uns dazu zu bringen, das zu tun, was er will. Und wer bist du? Seine Großmutter? Wenn ich es wäre, hätte ich dem kleinen Speichellecker schon längst die Kehle durchgeschnitten. Gage wird nie einer von uns sein. Er ist ein Versager. Er kann von Glück reden, dass wir ihm eine zweite Chance geben. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Was meinst du mit den Frieden wahren? Es bedeutet, tu, was du willst, aber lass dich nicht erwischen. Ich habe echt keinen Bock, die Unternehmer oder das Rudel am Arsch zu haben. Eine Bande? Kein Problem. Aber gegen zwei? Da sieht's etwas finster aus. Also heißt es, den Frieden wahren. Eine andere Regel brauchen wir nicht. Ihr seid bestimmt der Mittelpunkt jeder Party. Schlag dich auf unsere Seite und find's raus. Aber wenn's um deinen Job geht, solltest du besser keine ruhige Kugel schieben. Wir haben für Kota Nuka Town erobert. Aber dann hat er das große Ganze aus den Augen verloren. Wir wissen beide, wie die Geschichte ausging. Obwohl eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Saubermachen rein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie.
Ich war doch recht beeindruckt. Schön zu sehen, dass der neue Boss zumindest Geschmack hat. Vielleicht lasse ich dich ja doch am Leben. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Stellst du mich in Frage? Euren Overboss? Nein. Ich bin nur neugierig. In Coulter hatten wir uns getäuscht. Den Fehler machen wir nicht zweimal. Einen besseren werdet ihr nicht finden. Möchtest du dein Leben darauf wetten? Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Und warum sollte ich dir vertrauen? Weil wir einander brauchen. Du gibst uns, was wir wollen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis jeder im Commonwealth deinen Namen kennt. Und was willst du? Wenn du Coulters Arbeit vollendet hast, überlässt du uns diesen Park. Dann kümmerst du dich ums Commonwealth. Und sobald dir das Commonwealth gehört, und glaub mir, mit unserer Hilfe wird das passieren, dann sorgst du dafür, dass wir Jünger unseren fairen Anteil an den Gebieten erhalten. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Wenn du irgendwelche verrückten Habologen triffst, beachte sie einfach nicht. Ich habe denen gesagt, sie sollen in ihrem Lager bleiben. Hab gehört, du hättest Werl ziemlich vertrimmt. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sie wollte mir nichts geben. Scheiße, dann hat sie es echt mit. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Du kannst reingehen, Overboss. Tut mir leid, Max. Bisher konnten wir nur rausfinden, dass er diesen Pip-Boy am Arm trägt. Unser neuer Overboss ist also ein Vault-Bewohner. Oder hat einen umgelegt. Du kannst gehen. Hey! Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Tja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist eine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Einen Gegner so auszuschalten... Das ist aufregend. So sah es auch aus. Vielleicht taugst du zu mehr, als ich erwartet hatte. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Und was wäre das? Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst.
und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Und ihr könnt mir bestimmt sagen, wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte, oder? Weil es bei uns diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von irrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet. Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen, wie dein Plan aussieht. Mein Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Wir warten so lange darauf, bis dieser Ort wieder für das genutzt wird, für das er sich am besten eignet. Das Rudel führt sich auf wie tollwütige Tiere. Und sollte auch so behandelt werden. Overboss, machst du wieder Ärger? Gut. Max und William lassen mich Gäste normalerweise abtasten, aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Du musst Max, William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie viel geschaffen dafür. Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Du Fesseln trägst dann nur, weil du darum bittest. Man wird nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Kannst du mal mit Max reden oder so? Du meintest, wir dürfen keinen von ihnen töten, also... Sei ehrlich. Wenn du was fangen willst, musst du es auch jagen. Nein, ich bin einfach hierher gekommen. Ganz genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir damit auf die Nerven zu gehen. Brauchst du Hilfe, um deinen Platz hier zu finden? Nein. Nein, es geht schon. Es gibt jede Menge Halsbänder in den Zwingern, falls du es nicht hinkriegst. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Seid ihr ein Problem, das ich lösen muss? Schön langsam, Boss. Wir lernen uns gerade erst kennen. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Deine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel tut, was ich sage. Solange du mir nicht dumm kommst, passiert dir nichts. Das Rudel? Wie passend. Ihr stinkt wie Tiere. Ha, den habe ich noch nie gehört. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mach ich auch, wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Keine Sorge. Gage wusste, was er tat. Das können wir noch nicht sagen. Unwahrscheinlich, dass du noch schlechter als Coulter sein wirst. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Was wollt ihr dann? Kronkorken, Action, irgendwas. Nur nicht dumm rumsitzen, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben. Ich bin ganz Ohr. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden, nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat es denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Hey, ich weiß nur, was ich gehört habe. Angeblich hat Gage Coulter überredet, Overboss zu werden. Und dich hat er auch dazu gebracht, oder? Vielleicht mag er es, wenn Leute ihm was schulden.
So kann er Dinge erledigen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Nachdem Coulter schwach wurde, versammelte uns Gage und versprach, jemanden zu organisieren, der Coulter erledigen würde. Und das hast du soeben getan. Vielleicht war das der Grund für die Feuerprobe. Ist die Geschichtsstunde vorbei? Ja, Boss. Wollte nur erzählen, warum wir alle so sauer sind. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Was hat das Rudel, was die anderen Banden nicht haben? Wir sind die gerissensten Hundesöhne unter der Sonne. Zu allem bereit und loyal bis in den Tod. Die Unternehmer schneiden dir die Kehle durch, sobald sie haben, was sie wollen. Und die Jünger? Wer zum Teufel weiß, was diese irren Schlampen wollen? Mit denen stimmt was nicht. Und man kann keinem trauen, der einem nicht sein Gesicht zeigen will. Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Nirgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich, Boss. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das ist ein einfaches Naturgesetz. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Das Leben ist zu kurz für Bullshit. Feiere jeden Tag, als wäre es dein letzter. Mason hat dich schon erwartet. Das Rudel lässt die Sau raus. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß. Der Letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Der Oberboss kehrt zurück. Ah, du bist in einem Stück zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Ist alles okay mit unseren netten Psycho-Nachbarn? Hoffentlich hast du ihnen nicht zu viel versprochen. Klar, etwas Übertreibung gehört dazu, aber sie sollten es dir nicht übel nehmen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Alle Banden sind dabei. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, Boss. Es gibt viel zu tun. Das Ding ist riesig. In Abschnitte unterteilt. Parks, wie auch immer die früher genannt wurden. Wir müssen sie uns wiederholen, einen nach dem anderen. Jeder Abschnitt, den wir sichern, gibt uns mehr Raum zum Atmen und mehr Ressourcen. Du besetzt einen, indem du eine Flagge für eine der Banden aufstellst. Dann gehört er dir. Wer was bekommt, entscheidest du. Die Bande, die ihn kriegt, freut sich natürlich. Aber die anderen könnten neidisch werden. Weißt ja, wie das läuft. Eine Flagge aufstellen? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Schau, wenn du das jemand anderem überlässt, prügeln sich die Banden darum, wer den Platz verdient hat. Viele dieser Trottel können nicht lesen. Also muss es eindeutig sein, damit sie mitmachen. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Das wär's. Schön einfach, oder? Gewöhn dich noch etwas ein, wenn du willst. Dann legen wir los. Und hey, wir machen das gemeinsam. Also kann ich auch alles geben, wenn ich auf dich aufpassen soll. Sag Bescheid. Warum? Was springt für dich dabei raus? Meine Fresse. Hast du nicht zugehört? Ich hab den Banden die Idee schmackhaft gemacht. Wenn es scheiße läuft, wollen die nicht nur deinen Kopf auf einem Pfahl sehen. Mir gefällt mein Kopf da, wo er ist.
Also tue ich alles, damit er auch da bleibt. Also, wie schaut's aus? Ziehen wir das zusammen durch? Nein, danke. Ich hab das hier. Wie du willst. Wenn du es dir anders überlegst. Ich bin hier.